Großes Oldtimer-Treffen vom 12. bis 14. Juli in Jadaberg. Bereits am Freitag trafen die ersten Oldtimer-Freunde mit ihren Veteranen auf der Schützenwiese ein. Gut organisiert zeigten sich die Mitglieder des Jada-Vereins Oldtimer-Freunde Jada-Moormarsch e.V. Mit einem Oldtimer-Korso durch Jadaberg erreichte am Sonntag dann das Treffen der Oldtimer-Freunde gegen Mittag ihren Höhepunkt. Rund 120 Fahrzeuge schlossen sich dem Konvoi, angeführt vom ersten Vorsitzenden Horst Bedeker, in einem Hanomag R35 an. So zeigte sich dieser auch mit dem Wochenende sehr zufrieden. Etwa 3000 Besucher kamen auf die Schützenwiese, um die fast 200 Traktoren, Oldtimer und Standmaschinen zu bewundern. Von Pinneberg bis Paderborn und Bayern hinaus folgten befreundete Clubs und Vereine der Einladung der Jada Traktorfreunde, ein gemeinsames Wochenende zu verleben. Ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein durfte natürlich auch nicht fehlen. So gab es Fisch, Bier und Wurstboden und einige Händler boten ihre Waren an. Von ganz besonderem Interesse, gerade für die jüngeren Besucher, war natürlich die Quadbahn, wo man kostenlos Quad fahren konnte. Im Festzelt von Hartmut Brunken sorgten die Frauen der Oldtimer-Freunde für ein kräftiges Frühstück sowie für Kaffee und Kuchen. Am Sonntagnachmittag spielte dann die Country-Band Jetbirds auf. Gegen späten Nachmittag traten dann viele der Oldtimer-Freunde wieder ihre Heimreise an und viele der Mitwirkenden und Gäste freuen sich bereits auf ein Wiedersehen in 2 Jahren.